Perfektionismus.at ist das Thema des heutigen Videos. Und im Endeffekt geht es ganz einfach. Du nimmst deine nicht dominante Hand und fängst einmal an, hier zum Zeichnen. Gut, es ist ein bisschen mehr, gebe ich zu. Aber so kann man schon mal loslegen. Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Videoclip. Mein Name ist Karin, ich bin hochsensibel und trockene Alkoholikerin und auf meinem Kanal geht es um heilsames Malen für sensible Menschen. Also im heutigen Video geht es darum, eben im Perfektionismus ein Stück weit Grenzen oder loszulassen. Das Ganze in Aquarell. Ja, nimm dir mal die nächsten 15 Minuten Zeit und male oder zeichne ein Bild mit der nicht dominanten Hand. Bei mir ist es eben links, ich bin Rechtshänderin. Und lass einfach mal so alles reinfließen, die ganzen Blockaden, die Zwänge. Ja, und es soll natürlich auch einfach Spaß machen, ja. Hier arbeite ich mit links mit Aquarellfarben, fand ich jetzt auch total spannend. Also so oft male ich jetzt auch nicht links, muss ich zugeben. Und es war wieder eine ganz neue Erfahrung. Also Zwänge, beziehungsweise Zwänge, ja, Perfektionismus kann in Zwängen enden, das ist richtig. Aber der Perfektionismus oder der Ursprung ist ja zumeist in der Kindheit. Und es kann sich tatsächlich bis zu richtig hartgesottenen Zwängen oder richtige Zwänge können da ja auch entstehen. Und heilsames Malen bzw. Malen mit der linken Hand ist da wirklich sehr hilfreich. Ja, wenn du mit der links, also mit links malst, dann hast du ja, oder dann ist ja gar nicht so der Anspruch, es muss ein tolles Bild werden, weil du weißt ja irgendwie, ja gut, es ist links, da passieren ein paar, es ist nicht perfekt. Und es ist ja das Schöne daran eben, ne, wenn ich mit links male, dann lasse ich das Ganze fließen, dem Bild seinen freien Lauf und der ganze Perfektionismus, der kommt überhaupt nicht zum Tragen, ne? Mit der nicht dominanten Hand zu malen. Und wenn du diese Übung regelmäßig praktizierst, also 15 Minuten am Tag reichen jetzt erstmal völligst aus. Du wirst Verbesserungen verspüren. Vielleicht lässt du dann Dinge leichter liegen. Oder es kann auch mal sein, dass du sagst, ach, jetzt habe ich heute überhaupt keinen Bock auf Abwasch. Ich mache ihn morgen, ja. Also versuche auch zusätzlich zu dem Malen, zu dem heilsamen Malen, nimm dir, die Empfehlung kann ich dir geben, nimm in deiner Wohnung eine Ecke und diese Ecke ist nicht perfekt. Gut, es sind meistens dann die Kinderzimmer, ne? Aber wenn jetzt, es ist ja nicht immer ein kleines Kind da und auch nicht immer ein Hund. Hund ist auch super, wenn man seinen Perfektionismus loswerden will, dann ist ein Hund einfach perfekt, um nicht perfektionistisch zu agieren. Und Kinder genauso. Aber die sind ja auch nicht immer da, ne? Das heißt, nimm in deiner Wohnung oder wo du lebst ein Eck und in diesem Eck bleiben die Dinge. Jösters, jetzt siehst du, ich bin halt auch nicht perfekt. Gut so, lass die Dinge liegen. Üben, 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 üben. Ja? Und gerade Aquarellfarben eignen sich da auch sehr gut. Aquarellfarben fließen ineinander. Ich finde immer, die Aquarellmalerei an sich ist eine gänzlichst unperfekte, also nicht perfekte Angelegenheit, weil ich kann Aquarellfarben nicht kontrollieren. Es geht nicht, ja.
Also die haben so ihre Eigendynamik und machen oft, was sie wollen. Und deswegen empfehle ich dir tatsächlich, male so oft wie möglich mit Aquarell. Du musst jetzt auch nicht immer mit links malen. Muss nicht sein. Wenn dich das Thema Hochsensibilität und heilsames Malen interessiert, habe ich dir hier eine Playliste vorbereitet mit wirklich total spannenden und weiteren Videos zu dem Thema. Wenn dir das Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Und wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Ja, hier geht's nun weiter nochmal mit Aquarellmalerei, Spielereien, diesmal also nicht mit der linken Hand, sondern einfach frei Schnauze, würde ich jetzt mal sagen, ne? Und wenn du regelmäßig heilsames Malen anwendest, wirst du Verbesserungen verspüren. Also das kann ich dir fast versprechen. Also wenn es bei mir funktioniert hat, dann stelle ich mal ganz frech die Frage, warum soll es dann bei dir nicht auch funktionieren? Ja? Du wirst lockerer, du lässt Dinge einfach mal liegen, du brichst nicht gleich in Panik aus, weil du mal 5 Minuten zu spät kommst. Du kannst einfach die Wohnung oder manchmal lasse ich bewusst auch mal, wenn ich irgendwo Fusseln sehe im Atelier oder in der Wohnung, na, dann lasse ich sie liegen und denke mal, jetzt übst du mal, nicht perfekt zu sein. Ja? Also und das Ganze habe ich mir aber tatsächlich, oder beziehungsweise das machen wir auch mit unseren Mandantinnen oder mit unseren Kursteilnehmern, dass wir wirklich üben, immer wieder regelmäßig nicht perfekt zu sein, und es geht wunderbar, wundervoll geht es mit Malen und speziell eben mit Aquarellmalerei. Nur zu, probier's einfach mal aus. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei deiner persönlichen Umsetzung von heilsamen Malen. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann besuch mich gerne auf meiner Website. Der Link ist in der Beschreibung unten, und informiere dich über eine mögliche Zusammenarbeit, über meine Workshops und über meine Seminare. Also jetzt wirklich viel Spaß und vielleicht bis bald.